Moin moin meine lieben YouTuber und herzlich willkommen hier zur Roomtour, zu meinem anderen Zimmer. Viele haben es sich gewünscht und ja, ich dachte mir mal, dass ich ja euren Wünschen nachgehe. Und ja, wir haben hier eine wunderbare verschwommene Tür, da der Fokus nicht weiß, was er fokussieren soll. Wir fangen an, wenn man in mein Zimmer reinkommt, haben wir hier links oben über meinem Bett einmal ein Regal stehen, wo, ja, wer hätte es gedacht, ein paar Lego-Sachen sind. Also, ja, halt Lego-Star-Wars-Raumschiffe, das linke davon ist zum Beispiel selbst gebaut. Ja, dann haben wir hier einmal mein Bett. Und ja, da liegt doch ein Hund drauf, so ein riesengroßer von früher, den habe ich irgendwann mal bekommen. Und ja, den habe ich schon seit Jahren. Über dem Bett hängt dann ein wunderbares Star Wars Poster. Star Wars, ja, hat die Kindheit geprägt. Vor allem kommen dieses Jahr sogar noch neue Star Wars The Clone Wars Filme raus. So viel dazu. Ja, dann haben wir neben meinem Bett einen wunderbaren Fernseher mit der krassesten Ausstattung. Ja, ein Spaß, das ist irgendein Okay-Fernseher, aber der reicht. Also die Marke heißt Okay. Und ja, der Fernseher reicht vollkommen, um halt abends oder morgens dann halt mal ein paar Videos zu schauen, beziehungsweise Fernsehen. Ja, dann haben wir auf der Rückseite, wer hätte es gedacht, einen Antennenanschluss und ein HDMI-Kabel. Und das HDMI-Kabel geht da an der Seite, das sieht man nicht, geht das hoch. Da kann ich zum Beispiel dann einen Laptop anschließen. Ja, dann haben wir hier einmal eine Kommode. Und da drüber hängt dann auch wieder ein wunderbares Star Wars-Bild. Das ist persönlich mein Lieblingsbild, ich liebe dieses Bild. Und darunter, wer hätte es gedacht, haben wir ein paar Star Wars Raumschiffe. Die sind jetzt schon etwas älter alle. Ich finde sie aber immer noch schön und ja, machen auch auf jeden Fall was her. Ja, damit der Bildschirm ein bisschen schräg steht, wer kennt es nicht, einfach ein paar Lego-Steine drunter gemacht. Funktioniert aber, der Bildschirm steht schräg, wer hätte es gedacht. Ja, in den oberen beiden Schubladen sind Klamotten drin zum Anziehen. Und hier unten können wir auch einmal aufmachen. Haben wir dann ja so ein paar Krimskram-Sachen. Ist ein bisschen dunkel, ich weiß. Ich stelle mal kurz den ISO ein bisschen höher. Und ja, wir haben hier zum Beispiel einen PlayStation-Controller von meiner PlayStation, die abgeraucht ist. Ja, noch so ein paar Medion-Lautsprecher. Allgemein so ein paar Spiele, Fischertechnik ist in der roten Kiste drin und ja, Elektrospaß und solche Sachen, die ich früher mal bekommen habe. Ja, in den Ordnern sind alles Bedienungsanleitungen drin, also ja, Tim Ordnung, Tim Lego, Star Wars, ein ganz altes Bild von mir und ja, also das ist halt hier im Schrank drin. So, schauen wir ISO runter, damit das nicht so rauscht. Und ja, dann haben wir neben der Kommode, kurz mal, so, okay, kurz das umgestellt, haben wir dann einmal ein paar Taschen stehen und ja, da kann man es lesen, HK Audio, das ist die Tasche von den Stativen und hier ist dann halt zum Beispiel jetzt mein Lichtstativ drin und hier müsste noch ein Mikrofonstativ drin sein, denn eins ist mir kaputt gegangen, hier liegen die Einzelteile. Ja, dann ist das die Tasche fürs Kamerastativ, was ich habe, von dem Andor-Stativ. Und dann haben wir hier die Tasche vom Greenscreen. Und ein Reißverschluss ist davon jetzt tatsächlich schon kaputt, da habe ich ja im Video erwähnt. Also hat nicht lange gehalten. Und in der Tasche ist noch die andere Tasche vom Slider drin. Also ja, das steht hier, weil ich die Sachen nicht oft brauche. Ja, eine Heizung, wer hätte es gedacht. Dann haben wir hier einmal eine Softbox, die steht hier tatsächlich immer, weil die im anderen Zimmer nicht reinpasst, aber es stört mich jetzt persönlich auch nicht, dass sie hier steht, die ist halt normalerweise nach da gerichtet. So, dann überblenden wir mal kurz, damit man draußen nicht viel sehen kann, ganz geschickt gelöst. Und ja, dann kommen wir hier zum Schreibtisch und ja, wir fangen einfach mal rechts an. Wir haben hier einen wunderbaren Skizzenblock und so einen Drache. Haben wir hier einen schönen Malkasten, der weiß nicht schon, wie alt ist. Ja, also auf jeden Fall benutzt. Da sind dann noch so Sachen drin, wie zum Beispiel, ja, Ersatz, Tintenkiller, Tippex und den ganzen Scheiß, den man halt braucht für die Schule.
Und ja, halt auch ein bisschen Lego, wo man Stifte reintun kann, finde ich eigentlich ganz cool. Ein Kalender, den ich aber nie weiterstelle, weil ich hier eigentlich nie Hausaufgaben mache. Ein paar Stifte, Tacker, Anspitzer, Nachfüllpatronen, diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Dinger, ich habe das mal früher voll gemocht. Und ja, dann halt hier zum Beispiel ein wunderbares Deckblatt von Sozialwissenschaft. Und ja, finde ich super. Dann haben wir hier zum Beispiel noch mehr Schulsachen und in der Schublade ist ja zum Beispiel eine Deutscharbeit. Und ja, hier sind halt so ein paar Sachen drin. Und dann auch noch Ersatzstifte, Scheren, was man halt alles so braucht. Dann haben wir hier drüber ein Regal hängen, wo so ein paar Sachen hängen. Ich mache mal den ISO wieder ein bisschen hoch. Auch noch so ein paar Sachen von Köln. Auch noch ein Schiff, ein Raumschiff, was kaputt ist. Also nicht komplett kaputt, aber irgendwas ist auseinandergefallen. Ein Latein-Duden, Englisch-Duden, weil ich habe Latein gehabt, Leute, bestes Fach EU-West. Irgendwelche Sonnenbrillen, die ich mal gewonnen habe. Nee, die sind von der ProLight in Sound, habe ich die mitgehen lassen. Und da hinten dann noch so ein paar Sachen von der Elektromesse, wo ich dann halt so Sachen halt selber gebaut habe. So ein Würfel zum Beispiel, wo man drauf drücken kann, der dann leuchtet und dann halt die Zahlen wechselt. Darüber haben wir dann, ja, Raumschiffe. Wer hätte es gedacht? Und ja, dann haben wir hier ein paar Urkunden von mir, zum Beispiel Seepferdchen, das ist eine Wettkampfurkunde, das ist ein Zertifikat von der Musikschule, das ist eine Urkunde von der Surfschule in Norddeich, das ist mein Prüfschein fürs Windsurfen, da oben ist ein Bild, was ich nicht zeige, weil es vom Kindergarten ist und ja, so sieht eigentlich die Ecke aus mit meinem Schreibtischstuhl und die Ecke sieht dann halt so aus, wenn man hier reinkommt. Und ja, dann haben wir hier einen Kleiderschrank. Oh, ein Wunder, was ist da wohl drin? Da sind Anziehsachen drin und obendrauf liegen dann noch ein paar Kartons, wo das LD Systems drin ist zum Beispiel, das Sennheiser Freeport ganz oben, der Karton. Und dann haben wir unter der Decke, wer hätte es gedacht, eine wunderbare LED-Lampe hängen. Und gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier noch so ein wunderbares IKEA-Regal. Hier wird es jetzt ein bisschen kritisch mit der Belichtung. Nein, du sollst nicht dunkel werden, du sollst heller werden. Danke. Hier haben wir auch noch ein Star-Wars-Raumschiff. Und hier dann, keine Ahnung, hier wird einfach immer reingeschmissen. Das ist noch niemals von mir. Deutschland-Fahne, die halt dann hängt, wenn Deutschland spielt, beziehungsweise WM oder EM. Dann haben wir hier noch eine Carrera-Bahn, denn ich fahre ja immer noch Slotcar im Carajo und dieses Jahr bekomme ich da wieder total viele Pokale und wer hätte es gedacht. Ja, dann haben wir hier noch ein Regal, wo, ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt was drin ist. Hier ist eine leere Kiste und da sind halt noch Treka drin und Sporttasche von der Schule und dann liegt halt hier noch ein wunderbarer Teppich, damit das nicht so kalt ist. Und neben meinem Bett ist dann noch ein Cajon von Sonor ist das. Ist ein Musikinstrument, benutze ich aber als Ablage für meine Uhr und Fernbedienung. Das heißt, wenn man hier draufschlägt, hat man halt unten die tiefen Töne und oben die hohen Töne. Und damit kann man dann halt, also ist praktisch wie ein Schlagzeug, kurz zusammengefasst. Ja, so sieht dann auch mein anderes Zimmer aus. Viele haben ja gefragt, wie das so aussieht. Und das ist mein anderes Zimmer, zwei grüne Wände, das graue ist auch hier vorhanden, wie im anderen Zimmer. Und wie gesagt, Schreibtisch nochmal, mein allererster Stuhl, den benutze ich jetzt auch gar nicht mehr. Wie gesagt, Schreibtisch, sind halt alles so Standardsachen, die glaube ich jeder im Zimmer hat. Mein Fenster und Softbox, Stative, Anziehsachen, noch mehr Deko. Und halt Spielsachen, Fernseher, Bett und wie gesagt, der Hund, der ist schon Asbach-Uralt, aber ich meine, warum soll ich den wegschmeißen? Da drauf macht er auch eine gute Figur und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich definitiv über ein Like und ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video wieder und das wird in Kürze auch online gehen und dann würde ich mich über die 10 Likes freuen, über ein Abo natürlich auch und dann habt ihr einen schönen Tag, euer Ryan, euer Tim, ciao ciao!